sofort aufhören! Genau, Virgil Häfner, glaube deinem missratenen Bruder auf und verschwinde mit ihm, dass er mir nicht mehr unter die Augen kommt. Los, mein Junge. Los, komm vor. Ich werde bis drei zählen. Und wenn du dann nicht auf den Beinen stehst, dann muss ich dir leider eine verpassen. Und zwar direkt zwischen die Rippen. Also, eins, zwei... Ich will dich nicht stören. Wenn's dir Spaß macht, zähl weiter, Süßer. Drei. Vier. Fünf. Na, fein kannst du das, ja, Bubi. Hm? Ich bin Daisy. Hm. Daisy Frog. Frog mit 2G. Ich gehe jetzt in den Saloon einheben. Und wenn du nicht artig weiterzählst, dann muss ich dir leider ein Stück Blei zwischen deine schafsblauen Augen jagen. Sechs. Sieben. Acht, neun, zehn, elf, zwölf, 13, 14, 15, 16, 17. Here's the legend about the Hanks in pistols and petticoats. Henrietta, the fire of guns, with one hand milking the goats. Pistols and petticoats. The story goes that Grandma was best at shooting buttons off a rustler's vest. Shooting buttons off a rustler's vest. Grandpa kept his gun in trim. Nobody messed around with him. Nobody messed around with him. Chasing bandits to them was fun, from Frisco to Terre Haute. Every gun in the West would run from pistols and petticoats. The legend about the Hanks, just the way she was wrote. They kept busy protecting banks in pistols and petticoats. Ein Moment, sofort. Weite jetzt, warte schön, und wenn du durstig bist, saufe das Wasser da. Diese komische Person heißt Daisy Frog, Frog mit 2G. Und sie ist wohl das Niederträchtigste, was es gibt. Au! Diese Daisy Frog. Biest. Ich habe aber noch nie von ihr gehört, Harold. Naja, Sie sind ja auch eine Dame, Lucy. So was Verdorbenes dürfen Sie auch nicht kennen. Wissen Sie, was dieses Satansweib mit mir gemacht hat? Die hat mich bis 1000 sehen lassen, darum bin ich auch so spät hier rausgekommen. Wenn sie so gefährlich ist, dann sagen wir es lieber Großpapa. Man soll sowas nicht aufschieben. Gewarnt ist gewarnt. Sie finden immer so wunderbare Ausdrücke, Miss Lucy. Ich muss wirklich staunen. Und du geh mal wieder zurück zu dem Trog und saufe einen Schluck Wasser weiter. Los, verschwinde. Bitte, Miss Lucy. Guten Morgen, Mr. Hanks. Wenn Sie nur reingekommen sind, um mir von Daisy Frog zu erzählen, ich weiß alles. Kennen Sie die Frau? Nee, aber ich habe an der Tür gehorcht, als Sie mit Lucy geredet haben. Großpapa, so etwas machst du? Ja, klar. Ich habe nämlich deiner Mutter und deiner Großmutter versprochen, dass ich dich, solange sie verreist sind, fest im Auge behalte. Und wenn man zwei solche Turteltäubchen wie euch allein da draußen im Mondschein lässt, ist es dasselbe, als ob man Zündholz in die Ölkanne wirft. Mr. Hanks, mein Besuch hier ist ja nur erfolgt, weil ich Sie unbedingt warnen muss. Kommen Sie lieber nicht in die Stadt, solange diese Daisy da ist. Na, nun machen Sie mal einen Punkt, Sie. Glauben Sie, dass ich den Braun und Trixie morgen vom Schmied nicht beschlagen lassen werde, bloß weil sich da so ein blödes Frauenzimmer herumtreibt? Nein, aber doch, ich... Ach, hören Sie doch auf, Mann. Meine Pferde sind mir doch wichtiger als so ein Revolverweib. Und außerdem brauche ich dringend ein paar neue Platten für mein Scheunendach. Und jetzt haben wir uns lange genug darüber unterhalten. Ja, aber Mr. Hanks, ich wollte doch nur noch... Miss Lucy? Ja, Harold? Ist heute Abend wirklich Mondschein draußen? Ja, ich weiß auch nicht. Wir können ja mal nachsehen. Ja, wir können es ja auch schließlich durchs Fenster feststellen. Es ist ja kein Baum davor. Kommen Sie, Harold.
Halt bis auf Gewehrlänge stehen bleiben, ihr beide. Und redet so laut, dass ich es verstehen kann. Wenn es draußen still wird und ich nichts mehr höre, dann muss er sofort gehen. Und Händchen halten gibt's auch nicht. Und steckt die Köpfe nicht zusammen. Und jeder schlägt seine eigene mit dem Tod. Ach, es ist ja schön, unsere Freundin Sorry-Worte mal wiederzusehen, aber diese vielen Tee-Einladungen, Mama, es ist zu anstrengend. Ja, mein Herz, das finde ich auch. Und ich wette, bei Maggie Larsen sind bestimmt auch wieder 3 oder 4 von diesen Damen, die sich vor dem Piano aufbauen und einem stundenlang Volkslieder vorgrölen. Ja, ich glaube, daran muss man sich gewöhnen. Was heutzutage nicht der Rede wert ist, das wird gesungen. Mhm. 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 Was ist los, Mama? Ich habe auf einmal ein ganz komisches Gefühl in der Magengegend. Das, was ich immer habe, wenn Andrew sich in Gefahr begibt. Und vielleicht ist mir nur mein Korsett zu eng. Wie viel? Bloß eine. Weniger als 2 gibt es nicht. Das ist doch wohl ein normales Spiel, oder? Ich will nur eine. Mit beschädigten Karten kannst du nicht spielen. Also wie viel? Gut 2. Und du? Hm? Hä? Hast ja gehört, Bob. Du musst wenigstens 2 nehmen. Laramie-Regel. Ich war selbst in Laramie und ich weiß, dass es dort solche Regeln nicht gibt. Laramie, New Jersey. Hm. Macht Spaß. Hm? Setzen, mein Junge. Los, spiel weiter. Aber was Romantisches, dafür bin ich jetzt in Stimmung, gell? Eddie, ein kleines Bier. Verpasst dem Alten einen doppelten Whisky, Eddie. Daddy Frog gewinnt heute. Sehr nett von der Dame, aber ich möchte lieber ein Bier. Los, gib ihm den Whisky, hm? Nein, danke, nicht für mich. Hm? Hör mal, du Zickenbart. Du wagst es, meine Einladung abzulehnen? Tut mir leid, Madame, ich trinke vormittags keinen Whisky. Komm, Eddie, schenk mir noch was ein. So, du Stinkbär, jetzt werde ich dir mal deinen Pelz durchlöchern, du. Hm? So, das hätten wir hinter uns. Ich habe schon geglaubt, mir würde das Trommelfell platzen, Mama. Ja, ich muss auch sagen, diese singenden Weiber können einem den Nerv töten. Komm, jetzt machen wir ein Nickerchen. Und dann... Was ist denn, Mama? Ich habe schon wieder dieses komische Gefühl in der Magengegend. Und ich sage dir, Papa ist in Schwierigkeiten. Dann fahren wir eben nach Haus. Dann brauchen wir auch nicht mehr zum Tee zu diesen Wenglers zu gehen. Ja, wir schreiben Polly ein Kärtchen und teilen ihr mit, dass wir sofort zurück zu Andrew müssen, weil er in Gefahr ist. Und wer weiß, vielleicht stimmt es sogar. Also los, wo ist er? Bitte glauben Sie mir doch, Mr. Hanks ist nicht hier. Du hast dir wohl die Ohren nicht gewaschen. Ich habe ja nicht gefragt, ob er hier ist, sondern wo er ist, du Tomatenkopf, du Roter. Ich bin ja nur rot geworden, weil Sie mich mit Ihrer Brüllerei fast zu Tode erschrocken haben, Ma'am. Sonst bin ich nicht... Maul halten, verstanden? Ma'am, ich bin ein vereidigter Sheriff. Und ob Sie mich erschießen oder foltern, ich werde Ihnen auf keinen Fall sagen, wo Mr. Hanks ist.
Mr. Hanks hat seine Pferde nach Hause gebracht. Er lebt auf einer Ranch, die sehr leicht zu finden ist. Sie brauchen nur die Poststraße runterzugehen und dann an der Brücke links ab. Und da steht schon ein Schild mit der Aufschrift Hanks Ranch. Es ist Luzi! Es ist Luzi! Dämliches Pferd! Harold, was ist passiert? Oh, es wird schrecklich. Sie kommt, um ihn zu erwischen. Wer will wen erwischen? Daisy Frog. Frog mit 2G. Bitte vergessen Sie das bloß nicht. Harold, bitte, erzählen Sie es nochmal von vorne. Diese Furie wird gleich hier sein. Ihr Großvater hat sie verärgert und jetzt will sie unbedingt an ihm Rache nehmen. Sie trifft jeden, sie verfehlt keinen dieser Personen. Irgendein Angsthase muss ihr die Adresse von der Ranch verraten haben. Aber mein Großvater fürchtet sich doch vor keiner Frau, Harold. Und wenn sie noch so boshaft ist. Na, von der graut sich der stärkste Mann, sage ich Ihnen. Die ist nicht nur boshaft, sondern gemein und niederträchtig. Und was noch? Ja, sie mag zwar ein paar schlechte Eigenschaften haben, aber sie hat ein Herz aus reinem Gold. Ich spreche von meiner Tante Lulu. Wo ist er? Ja, er ist da drinnen. Ich meine, Tante Lulu ist da drinnen, aber mit ihr brauchen Sie gar nicht erst zu reden. Sie ist nämlich schwerhörig. Ruhig, Maul halten. Wie Sie meinen. Ihr beide bleibt hier draußen. Und wie ich höre den geringsten Mucks von euch, dann war das der letzte eures Lebens. 1001, 1002, 1003. Wenn ich bei 2000 bin, müssen Sie mir bitte helfen. 1004... Was wollen Sie denn hier, Frau? Ich bin Ihretwegen hier. Reden Sie kein Blech und verschwinden Sie, sonst muss ich Sie rausschmeißen. Bitte nicht. Mr. Hanks, ich liebe Sie. Ich will doch weiter gar nichts. Ich will doch bloß ein Küsschen von dir haben. Küsschen? Das können Sie von mir nicht kriegen. Und hören Sie endlich auf, du zu mir zu sagen. Ich bin verheiratet, verstanden? Na und? Dann mach ich immer aus dir einen Witwer, mein Schatz. Stellen Sie sich das mal nicht so einfach vor. Sieh mich doch mal an. Sieh mich genau an und sag mir, was du siehst. Also, was siehst du? Alles verschwommen. Ich habe meine Brille nicht auf. Na, macht nichts. Dann will ich dir eben sagen. Vor dir steht eine Frau, die noch nie einen Mann geliebt hat, weil sie bisher nur Schwächlinge kannte. Und weil sie noch von keinem Mann so behandelt worden ist wie von dir. Noch nie hat mir einer so imponiert wie du. Und deshalb bin ich bereit, für dich mein Leben zu ändern und alles aufzugeben, selbst meinen Stolz. Jawohl. Hi. Frühstück ist fertig. Der Tisch ist gedeckt. Na fein. Ich habe nämlich schon einen Mordshunger. War nett von Ihnen, dass Sie mich auf Ihrem Sofa haben schlafen lassen. Doch dass ich noch was zwischen die Zähne bekomme, das habe ich nicht gehofft. Sie müssen sich doch stärken, bevor Sie uns verlassen, Miss Daisy. Sie wollen doch bald gehen. Nein, keine Bange. Aber natürlich werden Sie gehen, verflixt nochmal. Aber Großpapa, Miss Daisy ist unser Gast. Wenn Sie sich waschen wollen, in der Küche ist ein Spülstein. Wozu denn? Los, Sie dreckige Person, waschen Sie sich aber gründlich. Marsch in die Küche. Sofort, Andrew. So was. Warum bist du denn zu diesem grässlichen Weibstück so höflich, sag mal? Um sie wegzugraulen, Großpapa. Wenn du weiter so wütend bist, dann bleibt sie. Sie mag dich doch nur, weil ihr bisher noch keiner so widersprochen hat wie du. Mich mögen? Die spricht von Liebe. Mir dreht sich der Magen um, wenn ich dran denke. Trotzdem, du musst dich zwingen, zu ihr nett zu sein, Großpapa. Das ist die einzige Möglichkeit, sie wegzubringen, bevor Großmama nach Hause kommt. Die Person wird weg sein, bevor deine Großmutter erscheint. Und wenn ich sie aus dem Haus schießen muss. Ach, wenn du nur ein bisschen klug bist, Großpapa, dann braucht sowas nicht zu passieren. Dann schaffen wir es auch so. Und jetzt komm zum Frühstück. Großpapa, bitte reiche doch Miss Daisy ein Stück Brot. Ja. Dankeschön, Andrew. Und was ist mit der Butter? Da! Großpapa, bitte! Lass das, Lucy. Ich bring das einfach nicht fertig, zu dir nett zu sein, bloß um sie loszuwerden. Machen Sie jetzt, dass Sie wegkommen, Sie! Wenn meine Frau Sie hier antrifft, macht sie Hackfleisch aus Ihnen. Andrew, du bist ein Schatz. Ja, das bist du. Und hab doch keine Angst vor deiner Frau, mein Junge. Wenn sie sich zwischen uns stellen will, dann hau ich sie platt. Schön, dass wir zu Hause sind, Mama. Ach, bin ich froh. Ich glaube, wir sind gerade richtig zum Frühstück gekommen.
Du bist mein Goldstück und das bleibst du. Daisy lässt ihren Jungen nicht mehr allein, nein. Lassen Sie mich meinen Kaffee trinken. Mach ich. Ruhig, Mama. Guten Morgen, Papa. So, jetzt können Sie was erleben. Kommt ihr rein oder erledigt ihr es von drüben? Rück mal ein Stück zur Seite, lieber Andrew. Nicht, Mama, warte mal. Lucy, willst du uns die Dame da nicht vorstellen? Das mache ich selbst. Ich bin Daisy Frog, Frog mit 2G. Und ich habe den Mann meines Lebens gefunden. Hier sitzt er. Den gebe ich nicht mehr her. Keine Widerrede. Ich warte nämlich schon darauf, ihn zum Witwer zu machen. Vielleicht können wir das jetzt erstmal besprechen, Miss Frog. Was besprechen? Du hast wohl den Verstand verloren, hä? Paps, ein liebendes Herz soll man möglichst nicht verletzen. Das wäre wirklich gefühlsroh. Oh. Komm, Mama, wir besprechen das in Ruhe nebenan, ja? Nein, Kind. Mama, bitte, ich habe meine Gründe. Naja, wir kommen gleich wieder. Glauben Sie etwa, ich werde mir mit ansehen, wie Sie meine Frau umlegen? Brauchst du ja auch nicht, mein Schatz. So. Was machen Sie denn? Nichts, ich befreie dich bloß von der Verantwortung. Geben Sie mir meine Brille. Meine Brille, Sie... Henrietta, ich erlaube keiner Frau, in mein Haus einzudringen und mir meinen Mann wegzunehmen. Ich habe ja auch gar nicht vor, Sie ernsthaft zu verletzen. Ich will ja nur die Frechheit ein bisschen wegschießen. Mama, Daisy Frog ist im ganzen Land bekannt und berüchtigt. Sie ist sehr gefährlich. Ja, Großmama. Und leider schießt sie nicht nur zum Spaß, sondern sie schießt auch die Leute tot. Ja, wie kommt denn Andrew zu dieser Bekanntschaft? Es ist nicht seine Schuld, Großmama. Sie liebt ihn, weil er ihr die schlimmsten Dinge an den Kopf wirft. Er wollte sie rauswerfen, aber sie geht einfach nicht. Ja, das tut er. Er kann einem schon die schlimmsten Dinge an den Kopf werfen. Mama. Ich weiß, dass du besser als sie schießt. Und ich glaube, dass ich es auch besser kann. Aber wir sind es nicht gewöhnt, jemanden wirklich umzubringen. Nein, das haben wir immer vermieden. Wir haben die Leute zwar ein bisschen durchlöchert, aber das will ich dir doch gerade erklären. Wenn du sie nur zu durchlöchern versuchst, dann wird sie dich oder Paps oder Lucy inzwischen mausetot geschossen haben. Aber schließlich weiß doch jeder Mensch, dass Pistolen nicht dazu da sind, dass man jemanden erschießt. Daisy Frog weiß das aber nicht, Mama. Aber ich habe eine Idee, falls du Paps zurückhaben willst. Selbstverständlich will ich ihn zurückhaben. Ich warne dich aber. Es kostet einige Überwindung. Und es fällt dir bestimmt nicht leicht. Miss Frog, ich habe überlegt... Ach schon, Evi, überleg nicht lange, drück lieber ab. Er gehört Ihnen. Sowieso, ganz klarer Fall. Ist das Ihr Ernst? Ja, man muss auch verzichten können. Ich habe meinen Mann nämlich auch sehr gern, wissen Sie. Und ich möchte, dass er glücklich wird. Was wollen Sie ihm damit sagen? Nun, ich mache Ihnen den Vorschlag, dass Sie zunächst erstmal eine Weile bei uns bleiben, um Andrew richtig kennenzulernen. Oh. Und wenn Sie, was ich offen gesagt bezweifle, ihn dann immer noch haben wollen, so werde ich auf ihn so elegant verzichten, wie es einer enttäuschten Frau nur möglich ist. Aber, hey, Effi! Herkommen! So. Es ist gedeckt. Setzen. Es gibt gebratene Hühnchen, Schenkenbrote und Obst. Also, ich begreife das alles nicht. Dankeschön, Effi. Na los, Andrew. Jetzt werden wir beide mal das Picknick verdrücken, das deine Frau für uns zubereitet hat. Und bitte verbieten Sie ihm, das Essen so schnell runterzuschlingen. Das schlägt ihm nämlich sofort auf den Magen, wissen Sie? Dann haut er nachts immer so um sich und zerbricht sich noch seine morschen Knochen. So, jetzt sind wir beide allein, mein Süßer. Effi, komm sofort zurück, ich hab dir was zu sagen. Wozu denn? Das kannst du doch auch mit mir besprechen. Dein Ein und Alles bin ich jetzt. Oh, so. Möchtest du zuerst ein Beinchen vom Huhn oder einen Flügel, hä? Schöner Mund, was, Andrew? Wie soll ich den denn sehen, du alte Katze? Ich hab doch meine Brille nicht auf. Ach, wozu brauchst du denn die Brille, Schätzchen? Du musst eben alles fühlen, mein Schnucki. Guten Abend, Mrs. Hanks. Guten Abend, Mr. Hanks. Sind Sie kleiner geworden oder haben Sie abgenommen? Verschwinde, du Holzkopf. Oh, ja. Sofort, Ma'am. Verzeihung. Ich
Wissen Sie, was da draußen vor dem Haus los ist, Mrs. Hanks? Da treibt sich Ihr Mann mit dieser fürchterlichen Frau im Mondschein rum. Beruhigen Sie sich, Harold, das ist ja nur ein kleines Experiment. Das aber leider nicht klappt. Es ist nämlich so, Harold, Mama hat angenommen, dass ich Miss Fogg erweichen lassen würde, wenn sie erst merkt, wie viel Großpapa Großmama bedeutet. Und ich habe gehofft, dass Miss Fogg Großpapa aufgeben würde, wenn sie merkt, dass er nett zu ihr ist. Ich bitte um Verzeihung, aber jetzt verstehe ich überhaupt nichts mehr. Henrietta, dein Vorschlag war sehr gut gemeint, aber er taugt gar nichts. Diese Person da draußen lässt sich nicht erweichen, die ist hart wie Stein. Und mein armer Andrew wird noch konfuser als Harold. Mama, bitte, was hast du vor? Um mir meinen Mann zurückzuholen. Den Colt benutze ich nur, wenn sie meinem Andrew etwas tun soll. So, ich bin jetzt rausgekommen, um Ihnen... Ist mir egal, warum du gekommen bist. Ich will dir erst mal was sagen, Effie Hanks. Was immer du auch geplant oder beabsichtigt hast, war völlig blödsinnig. Du hast nicht eine Bohne mehr Verstand als dieses aufdringliche Weibsbild da hinten. Ihr seid beide so dumm wie zwei Puten. Und der einzige Unterschied ist, dass du gewaschen bist und sie nicht. Hast du mich verstanden, Effie Hanks? Oh, so sehr liebt er sie? Das habe ich aber nicht gewusst. Ja, ja, meine Liebe. Aber das ist ja noch gar nichts, glauben Sie mir. Manchmal brüllt er mich tagelang so an. Ein Wunder, dass mir das Trommelfell noch nicht geplatzt ist. Und Ausdrücke hatte, die will ich gar nicht in den Mund nehmen. Na, dann haben Sie auch ein Recht auf ihn. Er ist Ihr Mann. Und Sie brauchen ihn noch mehr als ich. Eine hilflosere Frau als Sie, Effi, ist mir wirklich noch niemals begegnet. Hilflos, ja. Ja, das stimmt, das bin ich. So, jetzt geht's wieder weiter. Nochmals vielen Dank für die Übernachtung und das gute Essen. Und was wollen Sie denn jetzt anfangen, Daisy? Zunächst mal brauche ich ein bisschen Kleingeld. Danach werde ich mich jetzt auf die Jagd begeben. Aber wisst ihr, ich finde, ihr lebt hier zu einsam. Hier lauern doch überall Gefahren, an allen Ecken. Ich will euch ja keine Angst machen. Aber da hockt eine Schlange. So. Wiedersehen, Daisy. Wiedersehen. Jetzt wollte ich die alte Schlange erwischen, aber ich krieg meine Colt nicht raus. Kommen Sie, ich helfe Ihnen, Herr. Oh,